Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es war ja schon abstrus, Herr Kollege Chamid, denn Sie tragen erheblich dazu bei, ob die Diskussion um den JVA-Standort Münster ein Trauerspiel ist oder nichts, hat nicht zuletzt die CDU mit in der Hand. Es ist aus unserer Sicht völlig unverständlich, dass bei einem CDU-Antrag das Bundesverteidigungsministerium die Stellungnahme verweigert. Frau von der Leyen ist noch nicht mal in der Lage, irgendeine Referatsleitung zu schicken und klar Bekenntnis hierzu abzulegen. Es ist nicht nachvollziehbar, dass mehr als ein Dutzend Standorte aus Sicht der Stadt Münster alle ungeeignet sind. Und deshalb ist es zu dem gekommen, was Sie beschrieben haben, dass am 7. und 8. Juli des letzten Jahres 450 Gefangene in 15 andere JVA verlegt wurden, ohne einen Zwischenfall, mit hohem Einsatz der Beschäftigten. Und unseren Beschäftigten möchte ich an dieser Stelle noch mal ganz herzlichen Dank aussprechen. Es gab keine Entweichung, keinen Vorfall. Das war ein besonderes Engagement innerhalb dieser 48 Stunden. Der Standort Münster-Hahndorf, aber auch andere Standorte, wie beispielsweise in umliegenden Kommunen in Lahr, mein ehemaliger Fraktionsvorsitzender hat das auch noch in Vertretung im Rechtsausschuss einmal vorschlagen dürfen, ist doch selbstverständlich, dass das Justizministerium in dieser Lage auch andere Standorte prüft. Und ich kann für unsere Fraktion sagen, dass wir mit den grünen Ratsfraktionen vor Ort Kontakt aufgenommen haben und auch erfolgreich für den Standort werben durften. Und das ist dann auch gelungen. Ich weiß nicht, warum Sie da nicht weiterkommen. Ich bin froh über die Resolution des Rates der Stadt Münster vom 30. August mit einem klaren Bekenntnis zum Standort Münster. Jetzt muss es aber umgesetzt werden. Und es ist völlig nachvollziehbar. Der Minister hat einen runden Tisch eingeladen. Er hat alles gemacht, dass am Standort alle Möglichkeiten geprüft werden, die Containerbauweise. Im letzten Rechtsausschuss haben wir auch noch mal vom Staatssekretär erfahren, dass möglicherweise baulich unbedenkliche Teile wie der Teil B ohne Gewölbegebäude noch zur Nutzung überlegt werden. Selbstverständlich müssen wir da weiterkommen. Und jetzt bitte alle nach vorne, alle an einem Strang und zwar in eine Richtung. Das Schwarze-Peter-Spiel, was Sie hier versuchen zu spielen, das kann niemand mehr nachvollziehen. Das sind wir den Beschäftigten, den Gefangenen, ihren Angehörigen und auch dem Münsterland schuldig. Vielen Dank.